Foodwatch ist eine Organisation, die sich sehr stark auch um Lebensmittel gerade kümmert. Die Frage, warum sind Sie heute hier auf der 7. Zukunftskonferenz Food? Hier geht es um Nachhaltigkeit. Was haben Sie der Branche zu sagen? Ich bin gebeten worden, ein Statement abzugeben und an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen zur Frage, wie kann die Lebensmittelindustrie nachhaltig wirtschaften. Ich werde mich fokussieren auf die Frage der Herstellung, also auf die Produkte. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein sehr weites Feld. Und gerade für die Lebensmittelbranche ist die Frage der Rohwarenbeschaffung natürlich eine ganz zentrale Frage. Nicht nur der Preis ist ganz entscheidend für den Einkauf, sondern wenn man sich die Kriterien der Nachhaltigkeit zu eigen macht, dann wird es richtig kompliziert. In den heutigen, unter heutigen Bedingungen ist es aus meiner Sicht, das ist auch mein Fazit, fast nicht möglich, tatsächlich zu behaupten, als Lebensmittelhersteller tatsächlich ein nachhaltiges Produkt in allen Dimensionen und Facetten zum Kauf anbieten zu können. Ich ermutige die Branche, sich mehr anzustrengen. Das fängt bei einer notwendigen Wende hin zu mehr Transparenz an und endet aber auch nicht bei der Frage, wie bezahlen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie beschaffen wir die Rohstoffe auf den Weltmärkten weltweit, unter welchen Bedingungen sind die Rohstoffe oder Rohwaren hergestellt worden und wie schaffen wir es, einen fairen Wettbewerb zu organisieren, dafür brauchen wir natürlich auch gesetzliche Regeln, einen fairen Wettbewerb zu organisieren, bei denen in dem Wettbewerb nicht derjenige der Dumme ist, der tatsächlich versucht, nachhaltig zu wirtschaften, sondern derjenige sich durchsetzen kann, der nachhaltig erzeugte Lebensmittel anbietet und dafür auch den entsprechenden Preis bekommt. Schwierig zu schneiden, das wissen Sie, was Sie da gesagt haben. Trotzdem die Frage, die sich anschließt für mich, ist die Unternehmen versuchen ja gemeinsam mit der Wissenschaft an Konzepten zu arbeiten, sich nachhaltig besser aufzustellen. Können Sie so zwei, drei Punkte nennen, wo Sie sagen, spontan, da haben Sie Nachholbedarf, da sollten Sie sofort anfangen, da gäbe es genügend Möglichkeiten? Das größte Problem der Lebensmittelwirtschaft ist nach wie vor ihre Verweigerung, sich transparent gegenüber ihren Kunden aufzustellen. Das fängt bei der Frage der Herkünfte an, sei es die einzelne Zutat oder auch das fertige Lebensmittel, muss transparent gekennzeichnet werden. Das ist ein Einstieg und eine Möglichkeit, in einen Qualitätswettbewerb und rauszukommen, als Branche rauszukommen aus diesem schier unendlich allein auf Preis und immer billiger setzenden Wettbewerb, den wir bislang beobachten können. Wir haben im Mai, gibt es von der Branche eine Veranstaltung in München, da geht es um das Thema Marke. Marke wie Balsen, Marke wie Knorr, wie Maggi, das heißt also Marken der Ernährungsmittelindustrie oder der Lebensmittelindustrie. Wie wichtig sind Marken aus Ihrer Beobachtung, aus Sicht des Konsumenten und wie bewerten Sie eigentlich die Eigenmarken des Handels, die ja immer stärker auch im Wettbewerb zu den Markenartiklern treten? Marke ist, wenn sie erfolgreich sein möchte, dringend abhängig davon, glaubwürdig zu sein. Sie muss sich natürlich auch einer kritischen Überprüfung stellen können und darf dann nicht als reine Luftnummer sich entlarven lassen. Markenhersteller können, wenn sie eine entsprechende Marktposition sich erarbeitet haben, tatsächlich die Zugpferde sein im Markt im Hinblick auf mehr Qualität, mehr Transparenz und auch mehr Nachhaltigkeit. Die Handelsunternehmen verfahren ja grundlegend nach dem Motto, wenn es eine erfolgreiche Marke oder ein Markenprodukt gibt, das hätte ich gerne auch. Möglichst vom gleichen Hersteller, aber für die Hälfte des Einkaufspreises. Das kann so nicht sein und kann so nicht funktionieren. Deswegen sehen wir, dass die Nachfragemacht der Handelsunternehmen womöglich schon eine kritische Größe erreicht hat, bei der man sich fragen muss, ob man hier nicht gegensteuern muss. Und das geht allerdings wiederum nur durch entsprechende Regeln, die da heißen, die Handelsunternehmen müssen für die Eigenmarken, sei es nun unter ihrem eigenen Namen vermarkteten Eigenmarken oder auch inzwischen als Subunternehmen vermarkteten Eigenmarken, müssen dafür wie ein Hersteller gerade stehen, wenn was schief geht. Wir haben beim Pferdefleischskandal gesehen, dass die Handelsunternehmen sich selber zu Opfern erklärt haben und deswegen letztlich der Impuls, der nötig wäre, um in der Branche mehr Transparenz und auch mehr Zuverlässigkeit zu etablieren, praktisch wirkungslos geblieben ist. Die Europäische Kommission hat im Grunde keine Konsequenzen aus dem Pferdefleischskandal gezogen. Werden nicht Marken, die nicht das halten, was sie versprechen, automatisch aus dem Markt geworfen, indem die Konsumenten ihnen nicht trauen, nicht glauben? Na, die Frage ist ja, woran kann ein Konsument festmachen, ob das Markenversprechen zutrifft oder nicht? Die Unternehmen tun ja alles dafür, dass der Markenauftritt in sich geschlossen ist. Es wird extrem viel Hirnschmalz eingesetzt, sehr viel Werbebudgets, sehr große Werbebudgets dafür, dass ein Produkt möglichst einen bestimmten Geschmack hat, eine bestimmte Textur, der Biss muss stimmen, der ganze Auftritt. Und dann, wie soll ein Konsument entscheiden, ob dieses Markenprodukt, an das er herangeführt worden ist, geschmacklich geprägt worden ist, wirklich das
wert ist, was der Hersteller dafür an Preis aufruft oder nicht. Also wir sind da als einzelner Konsument sicherlich sehr, sehr stark manipulierbar. Und deswegen ist die zentrale Forderung von Foodwatch mehr Transparenz und eine Verpflichtung der Offenlegung von bestimmten Fakten auf Nachfrage der Konsumenten. Also sprich eine Informationsgewährleistung, die gesetzlich festgeschrieben ist, gegen die sich die Branche bislang maximal wehrt. Sagt ja die Industrie immer, genau das macht sie. Die Industrie sagt immer, wir informieren die Kunden und haben millionenfach Kontakte jeden Tag. Wenn man das mal ausprobiert, was an den Hotlines so erzählt wird auf entsprechende Fragen, dann ahnt man, dass zwischen der Verlautbarung und der Behauptung, man informiere die Kunden sehr objektiv und sehr detailliert und dem, was faktisch passiert, doch ein großes Delta ist. Das lässt sich übrigens nur verringern, wenn von Gesetzes wegen alle Unternehmen aller Branchen verpflichtet werden, gegenüber ihren Kunden berechtigte Anfragen auch wahrheitsgemäß zu beantworten. Da geht es nicht darum, dass die Kunden die Unternehmen ausforschen können sollen und Rezepturgeheimnisse erfahren können sollen. Aber woher eine Zutat kommt, warum ein bestimmter Geschmack sich so und so abbildet, das sollten sie schon verpflichtet sein, den Kunden auch auf Nachfrage mindestens zu sagen.